Das ist ja der Four-Movie Theater, der von vielen belesenen Heimkinofans als chancenreicher Anwärter auf die Krone unter den Laser-TVs angesehen wird. Offiziell wird er allerdings eher als Underdog gehandelt. Wir zeigen euch, wo er wirklich steht. Hallo und herzlich willkommen bei den Avitekten. Ja, wer sich hier auf dem deutschsprachigen YouTube umsieht nach Tests, der wird schnell bemerken, dass man zu den Platzhirschen, sprich den Laser-TVs, die von den großen Herstellern wie LG, Samsung, BenQ, Hisense sehr viele Tests sowohl von Journalisten als auch von Händlern findet. Wenn man aber nach Tests von Exoten sucht, wie zum Beispiel dem Four Movie Theater, ja, dann wird man hier im deutschsprachigen Raum fast nichts finden. Das ist aber nun wenig überraschend, denn Newcomer wie der Four Movie, die haben natürlich noch kein wirklich ausgebautes Vertriebsnetz und dementsprechend finden sich wenige Leute, die einfach so mal so ein Gerät pushen wollen. Auch das ist verständlich. Wir bei Evitect wollen aber andere Wege gehen aus zwei Gründen. Erstens, unter vielen anderen Tests, die wir veröffentlicht haben, auch unserem großen Laser-TV-Vergleichs-Special, da kamen immer wieder viele Anfragen nach dem Four Movie Theater. Das heißt, das Interesse, das ist wirklich groß an diesem Gerät bei unseren Zuschauern. Und das wollen wir natürlich bei unseren Testvideos berücksichtigen. Zweitens, jeder Hersteller fängt einmal unbekannt an und muss damit Qualität erstmal überzeugen. Wenn wir an Handys denken, viele der führenden Handyhersteller, das sind Marken, die wir vor einigen Jahren noch überhaupt gar nicht kannten. Und auch bei Laser-TVs gibt es so eine Erfolgsgeschichte. Wir denken da nur an Wawa. Also geben wir dem Four Movie Theater mal eine Chance, sich hier im Test zu beweisen. Unser Dank geht an dieser Stelle an Sebastian Bieger von dem AW-Tekten-Studio Rhein-Main für dieses Testsample. Los geht's. Hier haben wir den Four Movie Theater mal in voller Pracht vor uns. Meiner Meinung nach hat er ein sehr elegantes und schlichtes Design, das sich sehr gut in moderne Wohnzimmer anpasst. Nicht nur von der Formgebung, sondern auch farblich. Ja, und bei den Formen, da ist sehr auffällig, dass er einer der wenigen Laser-TVs, eigentlich der einzige neben dem LG Vivo Max, ist, der absolut kantig und geradlinig im Chassis ist. Vorteil bei diesem Gerät ist, dass er endlich mal neben dem Vivo ein Gerät ist, mit der gerade Kanten hat, ja, der nicht gewölbt ist, rund, halbrund. Das ist halt super leicht, jetzt für den Schreiner da anzuarbeiten, in dem Möbel oder in der Decke, ja, weil er eben schön geradlinig ist. Das ist der Riesenvorteil, den wir bis dato nur beim LG Vivo hatten und da könnte er natürlich interessant sein. Bei den inneren Werten, sprich der Technik, hat der Four Movie Theater auch einige Highlights zu bieten. Allen voran handelt es sich um einen echten RGB-Laserprojektor, also bei dem jede Grundfarbe, Rot, Grün und Blau, eine eigene Lasereinheit hat. Damit aber nicht genug. Er setzt die ALPD-4-Technologie ein, die auch der Wawa Chroma hat. Hierbei kommt ein vierter Farbkanal zum Einsatz, der übers Phosphor gelb erzeugt und somit die Artefakte, die sonst RGB-Laserprojektoren haben, reduziert. Four Movie verspricht hier tatsächlich 2800 Lumen Lichtleistung bei großem Farbraum und über 3000 zu 1 nativen Kontrast. Das werden wir natürlich noch im Bildteil überprüfen. Beim Ton kommt auch ein großer Name zum Einsatz. Bowers & Wilkins zeichnet sich hier für das Design der integrierten Soundbar verantwortlich. Auch hier werden natürlich große Erwartungen geweckt. Und auch bei der Signalverarbeitung, die HDMI-Anschlüsse hier auf der Rückseite, die verfügen tatsächlich über den HDMI 2.1 Standard. Und gerade auf Bezug zum Gaming sollen hier auch einige Vorteile geboten werden. Alles in allem also eine sehr aufwendige Technik in einem sehr ansprechenden Design, sodass der Four Movie Theater auch hier seiner relativ hohen Preisklasse von über 3000 Euro gerecht wird. Jetzt haben wir den Four Movie Theater in Betrieb genommen. Von der Aufstellung her wird Durchschnitt geboten. Das Gerät braucht für die 100 Zoll, das ist die typische Screengröße bei Laser-TV, einen Wandabstand von 25 cm. Hinzu kommt nochmal die Gerätetiefe von 35 cm, sodass wir von der Wand bis zur Vorderkante eine Tiefe von 60 cm haben. Das lässt sich mit den meisten Lowboards realisieren, man muss sie aber in der Regel ein bisschen abrücken. Die eleganteste Lösung ist ein tiefes Lowboard, wie hier zum Beispiel bei den Avitekten in Aachen. Ja, und hier haben wir den Homescreen. Das Bild ließ sich sehr gut auf den Screen einstellen. Hier sehen wir nochmal die Geometriekorrektur. Das geht in 8 Punkten wirklich schnell von der Hand. Auch die Schärfe ist schnell eingestellt. Das ist tatsächlich eine Prozedur von unter 5 Minuten. Er hat eine schöne Trapezkorrektur drin, hat schöne Bilder, die
mir die Möglichkeit geben, die Schärfe und Trapez einzustellen. Der Homescreen, der zeigt das smarte Betriebssystem. Natürlich ist der Formovie Theater tatsächlich auch komplett smart, kann mit dem LAN oder WLAN verbunden werden. Hier ist er jetzt per LAN angeschlossen. Und wie die meisten chinesischen Hersteller geht auch 4Movie den Weg, einfach Android TV zu integrieren. Hier haben wir Android TV in der Version 11. Das ist nicht die aktuellste Version. Wir sind inzwischen bei Android TV Nummer 13. Und die 11er-Version, die hat auch noch den entscheidenden Nachteil, dass Netflix fehlt. Insofern, insgesamt funktioniert das recht gut. Ich würde sagen, für den Gelegenheitsuser, der hin und wieder mal streamt und jetzt nicht feste Abos bei Netflix hat, der kann das nutzen. Alle anderen, die regelmäßig streamen und auch verschiedene Anbieter haben und auch immer die beste App, die sind mit einem externen Streamer wie Fire TV oder Apple TV definitiv besser bedient als mit diesem etwas veralteten Android-TV-System, das hier drin ist. Aber es funktioniert, es ist schon durchaus nutzbar. Also das Betriebssystem, es ist schön, dass es das Android drauf ist. Es ist aber Android 11, bedeutet kein Netflix, ja, zu alt und somit aus meiner Sicht völlig unbrauchbar. Also wie wir das immer sagen und wie wir das auch bei den anderen sagen, auch hier wieder Fire TV oder Apple TV, dann ist man auf der sicheren Seite. Zur Lautstärke des Gerätes, das ist natürlich im YouTube-Video jetzt etwas schwer zu demonstrieren. Es ist hörbar, aber es ist tatsächlich nicht wirklich störend. Er ist im Vergleich zu anderen Laser-TVs auch hier durchschnittlich, gehört vielleicht nicht zu den leisesten, aber definitiv auch nicht zu den lautesten und die Tonlage ist durchaus akzeptabel. Die Fernbedienung, ja, das ist das übliche Bild. Alle machen momentan irgendwie die Fire TV-Fernbedienung nach mit dem runden Steuerkreuz, einer Shortcut-App hier für YouTube und den wichtigsten vier Funktionen. Sie funktioniert aber sehr gut. Das Gerät lässt sich damit gut steuern, ist sehr zuverlässig und sieht auch recht schick aus. Die Bildmenüs, die sind ebenfalls komplett über Android integriert. Also man sieht, dass das Betriebssystem von dem 4Movie Theater definitiv Android ist. Hier findet man alle Projektoreneinstellungen, auch die Bildeinstellungen, wie zum Beispiel hier. Und hier haben wir verschiedene Bildmodi, da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein. Alles sehr übersichtlich, viel Einstellmöglichkeiten, geht schnell von der Hand. Wer sich jetzt wundert, wieso das alles Englisch ist, ja, der 4Movie Theater, der kann theoretisch Deutsch. Aber wir haben, als wir uns mit dem Gerät beschäftigt haben, so viele wirklich irreführende Übersetzungsfehler gefunden. Hier zum Beispiel mit der Helligkeit der Kamera. Da denkt man, jetzt hat das Ding jetzt irgendwie eine Webcam eingebaut. Nein, nein, das ist tatsächlich die Helligkeit der Laser Engine gemeint. Und auch hier das Untermenü, Bearbeitungsmodus, das ist alles sehr, sehr unverständlich übersetzt. Da lässt man das doch besser auf Englisch und hat hier dann doch direkt wenigstens den Überblick, was gemeint ist. Einige werden es vielleicht gesehen haben, ja. Der 4Movie, er unterstützt Dolby Vision, da gehen wir auch nochmal genauer drauf ein. Das ist ja auch momentan bei Laser-TVs noch eine Seltenheit. Insgesamt eine gute Bedienung, eine gute Aufstellung, nicht unbedingt Referenz. Gerade bei der Aufstellung ist Samsung und LG noch überlegen mit noch kürzeren Abständen. Aber alles in allem solide Leistung. Bis hierhin zeigt der 4Movie Theater eine solide Leistung, hat aber noch keine gravierenden Alleinstellungsmerkmale. Jetzt schauen wir uns mal an, wie er sich bildqualitativ schlägt. Es handelt sich ja um ein RGB-Laser-TV und RGB-Laser-TVs, die haben ja tatsächlich die Besonderheit, dass sie einen extrem großen Farbraum aufspannen können, sogar größer als bei den meisten Fernsehern. 4Movie verspricht 107% des BT2020 Farbraums, das haben wir nachgemessen. Das erreicht er in der Praxis nicht. Er erreicht ungefähr 83%, was immer noch ein sehr, sehr großer Farbraum ist. Warum erreicht er weniger? Ja, hier spielt die ALPD4-Technologie eine Rolle, die ja noch den gelben Kanal mit einmischt und dadurch den Farbraum etwas verkleinert. Das klingt jetzt erstmal nach einem Nachteil, aber die Vorteile sind, dass das Laserspeckle, also das Glitzern, fast eliminiert wird. Und das ist schon eine störende Sache bei anderen RGB-Laserprojektoren oder Laser-TVs. Und die Farbsäume werden deutlich reduziert. Das heißt, man hat nicht mehr diese farbigen Kanten wie bei vielen RGB-Laser-TVs. Das zeichnet sich alles sehr ähnlich wie beim Wawa Chroma, der dieselbe Light Engine hier einsetzt. Also hier eine sehr gute Gewichtung aus Farben und wenig Artefakten. Nun haben RGB-Laser-TVs bei herkömmlichem SDR
Bildmaterial, wie wir es hier jetzt auch aufgerufen haben, den Hang zu einem sehr bunten Bild, einem übertrieben bunten Bild. Und da macht auch der 4Movie Theater keine Ausnahme. Zu bunte Farben kann man natürlich aufwendig kalibrieren, aber tatsächlich gibt es einen Shortcut bei dem 4Movie Theater, wenn man weiß, wo er denn ist. Hier gibt es tatsächlich unter den Projektoreinstellungen, also im Bildmenü, Moment, jetzt muss ich hier wieder eins zurückgehen, bei dem Bildmenü, da gibt es eine Funktion, die wiederum im erweiterten Bildmenü versteckt ist und die heißt Color Space. Color Space ist auf Off. Jetzt müsste man denken, warum ist das off? Dann gibt es einen Automodus, da passiert aber auch nichts. Aber wenn man den Color Space auf On schaltet, tada, dann wird der Farbraum tatsächlich auf den SDR-Farbraum reduziert und die Farben werden direkt natürlicher. Man kann das hier, glaube ich, bei dem Wasser sehr gut sehen. Wenn man das jetzt mal ausschaltet, dann sieht man, wie das Wasser diesen Grünstich kriegt durch den großen Farbraum. Und wenn ich das jetzt anschalte, ja, auch der Himmel, das wird alles direkt viel natürlicher. Hier kann man sich viel Aufwand ersparen. Durch seine Einstellmöglichkeiten kann ich natürlich das so machen, wie ich es will. Also wenn ich auf bunt stehe, Feuer frei. Wenn ich sage, ich hätte es gern richtig, perfekte Einstellmöglichkeiten. Bleibt HDR-Material mit dem Original-Kino-Farbraum DCI P3. Natürlich hat der 4Movie Theater als RGB-Laser-TV eine 100%ige Abdeckung dieses Farbraumes. Ab Werk ist er nicht ganz optimal eingestellt. Man kann ihn aber durch die guten Kalibriermöglichkeiten wirklich sehr, sehr gut auf den DCI P3-Farbraum abstimmen und so eine perfekte Farbwiedergabe ermöglichen. Wir kommen zum Kontrast. 4Movie verspricht tatsächlich ein natives Kontrastverhältnis von 3000 zu 1. Das ist momentan die Spitzenposition, die sich verschiedene Geräte wie zum Beispiel wie der Wawa Chroma teilen. Wir haben nachgemessen und tatsächlich erreicht dieses Gerät, wenn man die Pegel voll ausreizt, sogar einen nativen Kontrast von 3300 zu 1. Und nativer Kontrast, der ist natürlich bei Laser-TVs besonders wertvoll, weil eine sehr gute Bildtiefe und ein guter Schwarzwert erzeugt werden kann. Gerade im mittleren Helligkeitsmodus, da gehen wir gleich noch drauf ein, zeigt das Gerät einen wirklich guten Schwarzwert. Der native Kontrast kommt voll zur Geltung. Kalibriert bleiben davon immer noch ungefähr 2600 zu 1 übrig, auch ein sehr guter Wert. Allerdings, es gibt keine dynamische Unterstützung. Das Gerät arbeitet allein nativ, ohne Dimming. Wir kommen zur Bildhelligkeit. Hier gab es ein bisschen Verwirrung. Out of the box zeigt der 4Movie Theater nicht unbedingt seine maximale Helligkeit. Man kann aber seine Laserhelligkeit tatsächlich steuern. Bei einem deutschen Menü findet man das allerdings sehr schwer. Wir haben das eben schon mal gezeigt. Tatsächlich ist hier der Brightness-Modus, nicht die Helligkeit der Kamera, die Laserhelligkeit. Und hier kann man auch nochmal in drei Modi steuern. Wir sind jetzt im Office-Modus. Das ist die maximale Helligkeit. Der 4Movie Theater setzt hier dann so etwas wie eine Weißbetonung ein. Das heißt, man kann die Farbtemperatur nicht mehr genau kalibrieren. Dadurch ergibt sich ein leichter Grünmangel, was aber besser wäre als ein Grünstich. Die Farbgebung ist immer noch akzeptabel. Man hat tatsächlich die 2800 Lumen, die der Hersteller verspricht, auf der Leinwand. Wenn man die anderen Modi aktiviert, dann wird die Weißbetonung deaktiviert. Man kann das Gerät farblich noch genauer abstimmen und richtig kalibriert bleiben, vergibt man ungefähr 20%, es bleiben zwischen 2200 und 2300 Lumen übrig. Das ist ein guter Wert, aber nicht Referenz. Wir kommen zur Schärfe. Hier sind viele Laser-TVs ja sehr ähnlich, da die meisten Geräte, mit Ausnahme der High-End-Modelle, einen Full-HD-Chip einsetzen, dessen Auflösung durch ein XPR-Pixel-Shift vervierfacht wird. Das kommt auch beim 4Movie Theater zum Einsatz. Die Ergebnisse sind sehr gut. Er hat durch seine Vierfach-Engine mit dem gelben Laser den Vorteil, dass die Farbsäume reduziert werden und seine optische Schärfe dadurch etwas höher ist. Auch über eine Zwischenbildberechnung, also MIMC, verfügt der 4Movie Theater. Die ist in verschiedenen Stufen regulierbar und auch die macht eine solide Leistung, erhöht die Schärfe, macht die Bewegung flüssiger und erzeugt wenig Artefakte. Es ist halt nicht unnatürlich scharf, ne? Also mir gefällt bei ihm das natürliche Bild. Und wenn ich die anderen natürlicher einstelle, sind sie auch nicht so hell und sie haben auch nicht diesen knackscharfen Eindruck. Also es hat auch mal ein bisschen mit der Einstellung zu tun.
Soweit die Messergebnisse. Jetzt wollen wir uns das Gerät mal in der Praxis anschauen unter verschiedenen Anwendungsszenarien. Wir beginnen als TV-Ersatz, sprich der Laser-TV ersetzt den herkömmlichen TV. Und hier haben wir mal ein normales, typisches Nachmittagsprogramm aufgesetzt. Und die Fenster sind alle geöffnet, die Sonne scheint herein. Ja, und man sieht, man kann durchaus damit fernsehen. Man hat allerdings nicht denselben Kontrasteindruck wie bei einem normalen Fernseher. Der 4Movie Theater ist ja gerade auch bei perfekten Farben ein bisschen in der Helligkeit vermindert. Und das setzt sich nicht ganz so gut gegen das Sonnenlicht durch wie manch anderer Laser-TV, der mehr Lumen-Lichtausgabe hat. Wir kommen zum Spielfilmabend und da hat man natürlich kontrollierte Lichtbedingungen bzw. auch richtig Dunkelheit. Und hier kommt der 4Movie Theater mit seinen 2200 bis 2300 Lumen kalibriert dann schon voll zur Geltung. Zusammen mit dem hohen Kontrast ist er bei Spielfilmen sehr plastisch, macht einen wirklich eine sehr gute Bildtiefe. Unterstützt wird das Ganze bei HDR-Inhalten ja auch noch von Dolby Vision. Hier haben wir zwei Settings zur Auswahl für hell und dunkel und die kann man auch noch mal weiter optimieren in den Fernerliefen des Android-Einstellungsmenüs. Auch hier kann man wirklich eine sehr gute Kontrastbalance und Helligkeitsbalance und einen guten Schwarzwert realisieren. Dazu kommt die sehr gute Kalibriermöglichkeit auf die Farbräume, auch gerade bei HDR auf DCI P3 und die sehr gute Schärfe. Insgesamt fährt der 4Movie Theater bei Spielfilmen richtig zur Höchstform auf und bietet wirklich eine Referenzleistung. Schließlich kommen wir zum Gaming. Wie schon eingangs erwähnt, hat der 4Movie Theater ja HDMI 2.1 Schnittstellen und macht von denen auch für Gaming Gebrauch. Er hat zum Beispiel die Automatic Low Latency Modes, kann das also anpassen. Und wir haben den Input Lag auch gemessen. Der bewegt sich je nach Auflösung und Signal, also Frequenz, zwischen 30 und 40 Millisekunden. Das ist für ein Laser-TV nicht die Referenz, aber ein sehr solider Wert, der für den normalen Spieler auch schnell genug ist, damit er hier nicht benachteiligt wird. Ein kleiner Nachteil ist auch hier die etwas verminderte Lichtleistung. Wenn man nicht abdunkeln oder abschatten kann, ist das Bild teilweise ein bisschen ausgewaschen. You're right. Let it go at all. 4Movie hat sich ja als Partner für die integrierte Soundbar Bowers & Wilkins geholt. Das weckt natürlich Erwartungen, aber in der Praxis zeigt sich eine Klangkulisse, die wir auch schon von vielen anderen Laser-TVs kennen. Ja, also der Ton beim 4Movie ist wirklich, der hat ja zwei seitliche Lautsprecher, also rechts und links, und dadurch ist der schon breit vom Ton. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil gegenüber den anderen Laser-TVs. So viel kann ich sagen, das ist auf jeden Fall besser. Er macht auch einen guten Ton, also ist besser als jeder Fernseher. Aber auch hier wieder zum großen Bild gehört ein großer Ton. Also wir sagen hier wieder mindestens eine Soundbar, aber eher dann sogar ne, 5-Kanal, 7-Kanal, Atmos 9. Das ist halt großes Bild, großer Ton. Das gehört dazu, das wird er nicht ersetzen. Wie wir gerade gesehen haben, zeigt der 4Movie Theater eine sehr solide Leistung und hat sogar einige Alleinstellungsmerkmale. Eigentlich müsste er doch bei vielen Fachhändlern in ganz Deutschland zu sehen und auch zu kaufen sein, doch bisher Fehlanzeige. Unsere Demo-Unit war defekt und der Austausch war hier schon mal problemlos. Und wie man auch bei den Kollegen aus Bremen sieht, war das kein Einzelfall. Die hatten auch das Demo-Gerät kaputt, hat auch wunderbar funktioniert mit dem Austausch, aber wie wir halt bei renommierten Herstellern sehen, ist die Masse schon ein Handlingsproblem. Und darum sind wir halt nicht ganz sicher, was machen die, wenn wir 200 Geräte im Umlauf haben oder noch mehr. Das ist halt das Thema, was da sehr, sehr kritisch ist. Und wie der Blick auf eine Seite eines Kollegen aus Bremen zeigt, war das kein Einzelfall bei den Avitekten. Das kann natürlich jetzt großes Pech gewesen sein, aber es ist ein erstes Anzeichen, dass Servicefälle entstehen können. Ja, und umso wichtiger ist es, dass der Hersteller hier klare Servicestrukturen im Falle einer Reklamation auch bietet. Also es wäre schön, wenn jetzt ein neuer Player mit einem vernünftigen Servicekonzept daherkommt, dass wir den auch machen können. Aber wir haben jetzt bereits gehört, dass leider die defekten Geräte nach Spanien geschickt werden müssen. Und unter so Umständen, das können wir keinem Kunden zumuten. Ja, darum, wenn das stimmt, können wir ihn nicht aufnehmen. Zu dem Thema Service kommt natürlich auch noch, wir müssen Geld verdienen. Ja, wenn wir die Dinger verkaufen, muss für den Händler was überbleiben und das ist ein großes Thema. Und im Moment wissen wir halt, das Konditionsmodell sieht einfach schlecht aus und das ist halt auch ein Punkt, warum es wahrscheinlich nicht dazu kommen wird, dass wir den anbieten. Wie ihr seht, es steht leider derzeit nicht allzu gut für einen baldigen Einzug in die Studios der Avitekten.
Aber lasst uns doch gerne mal Feedback, wie sehr euch das Gerät interessiert, wie viel Kaufinteresse es bei euch gibt. Gerne hier in den Kommentaren oder über alle anderen Kommunikationswege. Und je mehr Interesse ihr an dem Gerät habt, umso mehr werden die Avitecten bemüht sein, einen stabilen Bezug für den 4Movie Theater möglich zu machen. Insgesamt ist der 4Movie Theater ein sehr solider und teilweise sogar sehr beeindruckender Laser-TV, der nicht umsonst eine wachsende Fangemeinde für sich begeistern kann. Allerdings ist aufgrund des etwas unklaren Vertriebs derzeit das Gerät nur risikofreudigen Großbildfans zu empfehlen, die bereit sind, das Gerät auf eigene Faust im Internet zu bestellen und sich da auch gegebenenfalls selbst um den Service zu kümmern. Das war's schon wieder für heute. Verpasst nicht unser großes Vergleichsspecial mit dem 4Movie Theater, das in den nächsten Wochen kommt, im Vergleich zu anderen namhaften Laser-TVs. Abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, und dann sehen wir uns schon bald wieder. Euer Ecki Schmidt. Tschüss.